Ja, so ist das. Stirb endlich, meine Fresse. Oh, ein Drakota-Auge, da können wir jetzt hier Quest annehmen. Sehr schön. Genauer untersuchen. Yay! So, wieder eine Wissen- und Legende-Quest angenommen. Ist doch schön. Wie viel brauchen wir noch? Ich glaube drei, oder? Nee, zwei. Ach, ist das schön. Wenn man die one-hitten kann, das ist so toll. So, dann haben wir die Quest ja fertig. Was ist das für ein Geräusch? Es gefällt mir nicht. Egal. Well met. Ich höre noch immer Draken. Ich habe die meisten von ihnen getötet. Euch wird nichts geschehen. Glaubt ihr? Ich denke, ich warte lieber etwas länger, nur um sicher zu gehen. Könnt ihr Warnlin sagen, dass ich zurückkomme, sobald ich die Knochenproben habe? Ja, ich gebe ihm Bescheid. Super, leb wohl, Alexia. Wie auch immer man das ausspricht. So, jo, die Wissen- und Legende-Quest machen wir gleich mal, hier. Machen wir gleich mal raus. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir nur noch drei Quests und, ja. Vorerst, natürlich vorerst. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was da unten mit den Dorfbewohnern los ist, die verschwunden sind. Und dann können wir die Quest abgeben. Diese Dorfbewohner sind nämlich zu Zombies geworden. Deshalb wackeln die so rum, weißt du? Also es ist quasi, also die Art, wie die sich bewegen, ist schon so ein bisschen so wie bei Project Zomboid. Na komm, stirb. Halt die Schnauze. Hier gibt's nichts umsonst. Außer auf die Fresse. Was gibt's umsonst? So. Ja, schön. So. Oh Mann, ich will ein Reittier. Naja. In der nächsten Folge kriege ich es mit Sicherheit hin. Also nicht nächste Folge, sondern nächste Aufnahme. Ja, meine Zeit ist schon wieder um und ich müsste eigentlich schon wieder. Aber egal. Ach, ich habe heute. Ja, ich habe heute richtig Lust zu spielen und das heißt, ich werde es heute auskosten. Ich werde so lange spielen, wie ich kann. Salutation. Und habt ihr welche der vermissten Bürger finden können? Ich habe mehrere halbtote Tierdall gefunden, die in der. Die in einer Art. Die sich in einer Art Trance befinden. Als ich mich ihnen näherte, haben sie mich angegriffen. Das verheißt gar nichts Gutes. Eine Vampirinvasion ist das Letzte, was wir brauchen können. Vor allem bei den Nachrichten über die neuen Angriffe der Texianer. Überbringt diese Nachricht meinem Vorgesetzten, Vildan de Hunda, auf dem Jahrmarkt. Er wird wissen, wie wir jetzt am besten vorgehen. In Ordnung, ich werde den Bericht liefern. Beeilt euch, Badu. Viele Einwohner von Neriak zählen auf eure Hilfe. Ja, natürlich. Na? Kein Problem. Badoof ist doch der Held der Stunde. So, dann gehen wir erstmal die Quest ab. Well met. Habt ihr ihn bereits gefunden? Ja, er sagte, er würde wieder herunterkommen, wenn er seine Knochenproben hat. Er hielt sich dort oben vor den Drachen versteckt. Ich will mal Drachen sagen, anstatt Draken. Draken. Klingt mir so auch Draken. Drachen klingt cooler. Ja. Schnappt ihn, ergreift ihn, fasst ihn, jagt ihn. Ich brauche ihn. Was? Vielleicht kann ich helfen? Vielleicht. Ich habe eine dämliche
Vereinbarung mit der Wache dort, Vikor-Kaona, getroffen. Und jetzt muss ich Pilzwesen im Nachtschatzensumpf töten. Ich habe nicht klar gemacht, ich habe nicht klar gedacht und ich habe mich von den Toten verleiten lassen. Doch er will wirklich einfach nur, dass ich seine Arbeit für ihn erledige. Wollt ihr vielleicht seine Arbeit an meiner Stelle verrichten? Ihr seid ein Wissenschaftler? Wollt ihr nun helfen oder nicht? Ja, ich werde euch helfen. Toll. Vikaona hat gesagt, dass der Auftrag erst erledigt ist, wenn alle Pilzkreaturen im Sumpf tot sind. Tötet sie alle. Oh, alle? Ja, erledigt sie und macht schnell, beeilt euch. Vikaona gibt mir das Brot erst, wenn die Arbeit getan ist. Gut, ich komme wieder. So. Dann tut mir jetzt noch... warte mal, dann gehe ich jetzt erst nochmal die Quest abgeben und dann... So. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe einen Bericht von Vikaona Kaxar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Egal. Im Norden gibt es einige beunruhigende Vorkommnisse zu vermelden. Zeigt her, was? Königin Kristanos wird das keinesfalls dulden. Das Problem muss beschleunigst beseitigt werden. Was schlagt ihr vor? Zuerst müssen wir mit den Einwohnern sprechen, die ihr entdeckt habt. Der Beschreibung nach wurden sie offenbar von Mitgliedern der Teretis, einem Vampirclan, der angeblich in dieser Gegend haust, verzaubert und ausgesaugt. Was ist aus ihnen geworden? Trotz ihres schaurigen Aussehens und Verhaltens sind diese Tedal noch immer lebendige Wesen. Die Teretis lassen sie einfach in diesem Zustand und saugen sie aus, wenn ihnen danach ist. Doch wenn wir nicht rasch handeln, wird es zu spät sein, um sie zu retten. Wie können wir sie retten? Nehmt dies, es ist ein Stroboskop von Inoruk. Wird es enthüllt, könnt ihr damit jene blenden, auf die ihr es richtet. Wenn ihr die schaurigen Nerianer mit dem Stroboskop anblitzt, müssten sie aus ihrer Trance erwachen und in Sicherheit fliehen können. Na gut, ich versuche es. Viel Glück, Badov. Meldet euch wieder bei Vikaona, wenn ihr euren Auftrag ausgefüllt habt. Er wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Jo, das machen wir natürlich, aber erstmal gehen wir hier noch in den Nachtschattensumpf. Nachtschattensumpf. Boah, was ein Wort. Nachtschattensumpf. Und töten die Pilzkreaturen. Beziehungsweise wir töten eine Pilzkreatur, dann stellen wir fest, dass wenn wir diese Pilzkreatur töten, ganz viele kleine Pilzkreaturen kommen. Scheiße, Spoiler. Fuck it. Oh, Mensch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade angefangen habe, das zu erzählen. Das. Also manchmal echt. Eieiei. So. So, und jetzt sind ganz viele kleine Nachtschattensumpf-Pilzlinge aufgetaucht. Und jetzt müssen wir schnell zurückgehen und müssen die Nachricht überbringen. Jawohl. Ja, tut mir leid, dass ich das irgendwie ein bisschen gespoilert habe. Ich weiß nicht, warum ich das gerade getan habe. Ich bin wahrscheinlich so müde. Ich habe die Nacht durchgemacht. Die letzte Nacht. Und jetzt, ne? Die Müdigkeit macht sich doch ein bisschen bemerkbar, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen matschig im Kopf. Also. Ja. Egal. Okay, dann gehen wir mal zurück. Habt ihr ihre Spezies bereits ausgelöscht? Wenn ich eine Kreatur töte, springen 5 Pilzlinge aus seiner Leiche. Wirklich? Das ist erstaunlich. Das muss ich selbst sehen. Bringt mir einen der Pilzlinge. In Ordnung. Wie potenziell interessant. Wir werden sehen. Lauf, Badof, lauf. Oh, ich freue mich schon aufs erste Reittier. Mit jeder Quest ein Stückchen näher. Mit jeder Quest ein Stückchen näher. Ich muss mir ein bisschen gut zureden, damit ich es durchhalte, ohne Reittier rumzurennen. Und zu töten. Ey, bleib stehen, ich will dich angreifen. Arschloch.
Okay. Pilzling gesammelt. Und jetzt geht's auf zum Jahrmarkt. Und dann mache ich ein kleines Aufnahmepäuschen. Oder? Nee, irgendwie, ich hab Bock weiterzumachen. Ach, verdammt. Eigentlich habe ich Bock weiterzumachen. Ja, dann mache ich da mal kurz ein kleines Päuschen und dann komme ich wieder. So. Hello. Seht sie euch an. Ich habe euch einen Pilzling mitgebracht. Ich habe bereits welche. Woher kamen sie? Ich weiß es nicht. Vermutlich von euch. Ich wette, ihr seid jetzt mit mikroskopisch kleinen Pilzlingen übersät. Widerlich. Kommt mir nicht zu nah. Dann braucht ihr diesen Pilzling also nicht? Nein, nein. Habe ich nicht. Ich habe jedoch einen Weg gefunden, mein Brot von Vicoana zu bekommen. Oh, sprecht mit Madame Victra. Sie hat etwas Kleines für mich vorbereitet, das uns dabei helfen sollte, mit diesen kleinen Schädlingen fertig zu werden. In Ordnung. So. Ich schätze, dass sie außerhalb des Sumpfes langsamer wachsen, aber mit Sicherheit brüten sie schneller. Wir sollten besser schnell arbeiten. Ich werde mit Madame Victra sprechen. Aber erst später, weil das ist nämlich eine 16er-Quest und wir haben hier noch eine 14er. Wilde Bürgerschaft. Und das machen wir jetzt erstmal. Allerdings, bevor wir das machen, mache ich dann erst noch mal ein kleines Päuschen, weil ich mundbappisch und überhaupt. Ja, ich fühle mich gerade. Ja, es ist. Wie gesagt, ich muss ganz, ganz, ganz viel trinken, wenn ich aufnehme, sonst, ja, trockne ich aus. Und dann kann ich nicht mehr richtig labern und. Ja, ne? Wer kennt das nicht? So, da sind die. Die schaurigen Nerianer und deshalb stelle ich mich jetzt hier hin, weil die Viecher sind ja nicht aggressiv. So, stelle ich mich hier so schön auf den Stein oder ich kann mich auch hinsetzen. So, setze ich mich hin und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Und weiter geht's. Gut, dann stehen wir mal wieder auf und machen hier mal die Store. Komm her. Komm her, komm her. Warum funktioniert das nicht? Hallo? Setz es ein. Oh. Und das Scheiße. Ich glaube, das geht nicht, wenn die einen angreifen. Wenn ich mich recht erinnere. Mist. Nekrotische Zombiehaut, haben wir die schon untersucht? Jo, haben wir schon untersucht. Scheiße. So. So, 2 von 6. Da steht noch einer. Da steht auch noch einer. Gut, dann zuerst dich und dann dich. So. Da sind noch welche. Okay, 6 Stück habe ich schon. Dann können wir ja wieder zurück. So, dann sind wir jetzt in diesem Gebiet, glaube ich, endlich fertig.